Was geht bei euch ab? Willkommen zu einer kleinen Runde Surviving Mars heißt es, glaube ich. Wir haben ja letztens im Stream ultramäßig reingehasselt, also ich glaube, ich habe es donnerstags 3 Stunden gespielt und dann freitags nochmal bestimmt 4 Stunden. Einige von euch oder die meisten, die im Stream da waren, haben eben dann Namen bekommen, ne? Hier Kay, Hippie, Guschel, ich mag Züge, Ryu und so weiter und so fort, Trust. Einige sind mit am Stissel, Big Marlin ist natürlich da, Himmelhundi und so weiter und so fort. Und ja, ich kann es natürlich nicht lassen. Ich kann jetzt nicht einfach aufhören und das Spiel nicht mehr spielen, ne? Beziehungsweise nur in den Streams. Ich habe ultramäßigen Bock drauf. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich spiele jetzt noch eine Runde und nehme es einfach mal für euch auf. Also auch für alle, die auf YouTube zuschauen, beziehungsweise die nur auf YouTube zuschauen. Wir haben es immer auf der Geschwindigkeit eigentlich. Genau, wer ist das? Der Rida TV. Repariert gerade das kaputte Kabel. Wir haben hier gerade einen Kabeldefekt. Genau. Und Maschinenteile fehlen uns, aber da arbeiten wir schon stark dagegen. Also für alle, die das Spiel überhaupt nicht kennen, es ist ein Aufbau-Simulations-Überlebensspiel auf dem Mars. Also man ist auf dem Mars gelandet, auf einem Teil eben. Reported. Und muss sich dann eben langsam aufbauen, eine Zivilisation bauen. Am Anfang ist man nur mit Drohnen da, also wir waren am Anfang nur mit ein paar Dröhnchen und unseren Rovern da. Ich weiß gar nicht, wo die rumstehen. Da oben steht gerade ein Rover rum. Da unten ist der andere. Wir haben jetzt schon 2 Transporter mittlerweile. Der fährt hier die ganze Zeit hin und her. Ist schon voll dreckig geworden, naja. Der ist noch recht frisch. Aber das macht nichts. Hier haben wir unseren Metallextraktor. Ja, ist jetzt gerade schwierig zu erklären. Wir haben jetzt für diesen Aufbau, ich glaube, 3 oder 4 Stunden gebraucht. Hier ist unsere Stromversorgung, diese Windräder und eben Stirling-Generatoren. Des Weiteren haben wir große und kleine Solarkollektoren. Zur Speicherung 2 Stromakkumulatoren und ja, hier ist eben, das sind unsere Vaporatoren, die machen die Flüssigkeit hier. Die sind hier ultra hart am Schisseln über die ganzen Rohre, über dieses System verteilt sich das und gibt eben dann alles am Schluss in diese Kuppel. Hier können unsere Mannequins, Forest Run zum Beispiel, ganz normal rumlaufen und leben ohne Anzüge in dieser Kuppel. Und unsere Aufgabe ist es gerade, ich mache jetzt gar nicht hier lange rum, wir wollen hier oben an diese Edelmetallen. An dieses Edelmetallvorkommen wollen wir ran. Man kann aber so eine Edelmetallgeschichte, Produktion, kann man nur bauen in der Nähe von der Kuppel. Also hier zu weit von Kuppel entfernt, ne? Und darum bauen wir jetzt hier oben eine ganz frische Kuppel. Das hier ist, nicht wunder, ein Versorgungstunnel. Ihr seht ja diese ganzen Anschlüsse, die ihr hier seht. Also der Strom, hier durch diese winzige Leitung. Und Luft und Wasser. Das brauchen wir hier oben auch. Aber man kann diese Pipelines nicht hier oben schräg hochbauen. Und dafür brauchen wir einfach so einen Versorgungstunnel. Dadurch können auch Rover fahren und ich glaube auch Drohnen. Ne, die fahren hier rein und kommen dann hier oben wieder raus. Und das Gute ist, dass ich hier einfach, man sieht es schon, die Rohre anschließen kann. Und dann kann ich hier unten raus und hier die ganze Chose an den Rest anschließen und habe dann nicht mehr so arg viel zu tun. Das ist ziemlich nass. Wobei Strom hier hochgeht. Strom ist kein Problem. Was fehlt denn hier noch? Beton haben wir gesagt, fehlt. Was ist das? Das ist unser Transporter. Der holt jetzt einfach mal 800 Kilo Beton und fährt den Kram da hoch. Ja, das haben wir letztens im Stream gezockt und die waren richtig gehypt drauf. Alle, also während dem Stream, während Counter-Strike noch lief, die ganze Zeit, ja, komm Mars, wir müssen Mars weiterspielen, wir müssen doch unseren Scheiß bauen. Aber, ja, man muss auch schon ein bisschen Counter-Strike spielen, nicht wahr? So, der lädt gerade den ganzen Beton auf, er kann nur 30 nehmen. Soll er hier direkt abladen. Wie viel brauchen wir für hier oben? 80. Da kann ich ihm auch direkt eine Schleife gleich geben. Beziehungsweise er hier. Kann ja mal aufhören, Schleifchen zu drehen. Hat er was dabei? Ne, hat er nicht. Der kann ruhig mal den Beton nehmen. Und den da hochfahren. Solange, bis ich ihm sage, dass er aufhören soll. Der fährt das jetzt die ganze Zeit hin und her. Einfach, dass die kleinen Rover hier oben bauen können. Die haben übrigens noch keine Namen. Also falls jemand von euch will, kann ich gerne hier noch so einen Zwockel nach euch benennen. Das sind die kleinen blauen, goldischen. Machen wir mal langsam. So sehen die aus. Sind die nicht süß? Ach gut, super. Ja, die helfen hier oben. Nicht Rover, sondern Drohnen. Ne? Nicht vergessen, das sind keine Rover, das ist ein Rover. So, ich mach den mal wieder runter. Was macht denn der andere? Ah, da kommt. Sehr gut, sehr gut. Eigentlich ist das ja die Originalgeschwindigkeit, aber wir haben dann doch gesagt, wir spielen auf dieser Geschwindigkeit, damit es nicht so lange dauert. Sonst ist es echt ein bisschen Cancer. Wir scannen hier gerade diese ganzen Gebiete, die mit Zahlen haben, kommen dann noch dran. Ich scanne die hier auch noch. Ich versuche jetzt den Bereich hier zu scannen, die kleinen Überlappungen, die direkt mit diesem Feld hier zu tun haben.
Und ja, durch diese Scans kriegen wir dann eben so Sachen heraus, die unterirdische Metalle oder Beton vorkommen. Ist das Ding hier fertig? Der Betonextraktor? Ach ja, stimmt, genau. Der ist ja leer gelaufen. Lass mal kurz nach den Ressourcen gucken. 194 Beton, der nimmt jetzt ab. Wir stellen keinen mehr her, beziehungsweise graben keinen mehr aus. Metalle haben wir. Hier unser Vorkommen. Ist es noch. Ja, da ist noch viel drin. Nur arbeiten hier halt zwei Schichten. Diese Menschen, die man hier markiert sieht, die, ja, die gehen sogar wieder zur Arbeit im Moment gerade hier. Ermin Fischer, Halau und Forest Run. Hier oben haben wir auch nochmal was von Menschen betrieben wird, und zwar die Polymerfabrik. Und hier eine Treibstofffabrik, die ist eigentlich gar nicht so wichtig. Nur brauchen wir Treibstoff für die Polymerfabrik, deswegen steht die da überhaupt. Und dann haben wir irgendwann herausgefunden, dass hier Polymere verbraucht werden in dieser Kunstwerkstatt. Das ist ein bisschen kacke, aber naja. Wir sammeln sie trotzdem langsam an. Sind das hier die Polymere? Ja, das sind die Polymere, die liegen da einfach rum. So, ist es mittlerweile genug, glaube ich. 38 stehen da, wir brauchen... Naja, das reicht, das reicht. Ich kann diesem Automat... Ich habe ihm jetzt gesagt, er soll aufhören, automatisch da das Zeug abzuliefern. Und kann eigentlich mal anfangen, hier den Treibstoff... Auch hier, also hier sammle ich schon die ganze Zeit die Ressourcen. Die Resis. Den Treibstoff da hin und her zu kisteln. Die hier können... Wir haben ja noch einen Rover, ne? Da ist er. Ferngesteuerter Transporter. Der soll hier einfach weiterhin das Metall hier hinbringen. Man sieht, der war schon sehr fleißig hier. Die kleinen Drohnen können auch Metall abbauen. Also einfach von diesen Metallvorkommen, die hier rumliegen. Aber das ist dann nie viel. Aber im Notfall ist es auch nicht schlecht. Wir haben... Um kurz die Raketen anzusprechen. Wir haben jetzt hier gerade eine stehen. Das ist unsere letzte Transportrakete gewesen. Die wird von ganz alleine langsam vollgetankt. Beziehungsweise wir können auch Drohnen hinschicken. Die nehmen dann auch die Kanister und tanken das halt auch direkt voll. Wenn sie vollgetankt ist, lassen wir sie direkt wieder wegfliegen. Mit Elon Musks Technik. Ne? Schön landen und weiter wegfliegen, wie der läuft. Research complete. Yay. Und wir haben vier Raketen. Grundsätzlich mehr können wir nicht benutzen. Das heißt, wenn wir hier vier stehen haben, weil wir die alle hergeholt haben für Ressourcen oder auch Menschen, dann können wir erstmal nichts mehr von der Erde holen. Deswegen gucken wir immer, dass, wenn die voll sind, dass wir sie direkt losfliegen lassen. Es gibt eben Fracht- und Passagierraketen, dass ihr so einen kleinen Überblick gewinnt. Und es gibt auch diverse Forschungen. Da ist gerade eben was durchgeforscht worden. Wir haben im Stream schon die perfekte Forschungsabfolge durchgefuchst. Und die läuft jetzt auch weiterhin durch, aber wir haben jetzt noch ein weiteres Teil, das wir so aktivieren können, und zwar die fünfte Forschung. Die läuft so ganz gemütlich durch, also jeden Tag 500, jedes Sol, also der ein Mars-Tag ist ein Sol, ca. 25 Erdenstunden. Und da können wir halt nur 500 Forschung vollziehen. Das ist jetzt halt hier eine Sache, die kostet 3000. Dementsprechend lange dauert das dann auch. Aber es läuft von ganz alleine durch und nimmt dann die nächste Forschung an. Deswegen schauen wir jetzt mal kurz. Fabrik-Upgrade erhöht die Produktion. Ne? Neues Gebäude, Atomakkumulator, speichert Strom. Er verfügt über große Kapazitäten, lädt sich aber nur langsam auf. Im Moment haben wir keine Probleme mit Stromspeicherung, aber der Rest ist eh Quatsch. Das ist auch nicht schlecht, da werden die Leute eine Schwäche los auf dem Flug zum Mars. Also die Menschen sind mit verschiedensten Dingen belegt, unter anderem auch mit Schwächen. Und die werden sie dann los. Neues Gebäude, unterirdische Heizung, erhöht die lokale Temperatur in kalten Gebieten und schützt nahegelegene Gebäude vor Kältewellen. Das erforschen wir mal. Wir hatten zwar noch keine Kältewelle, aber ich will auf jeden Fall gewappnet sein. Okay, wie sieht's aus? Wir brauchen nur noch ein paar Polymere. Die holen wir uns auch wieder mit einem Transporter. Sector scanned. Er soll das jetzt einfach machen. Und zwar brauchen wir 3, irgendwas. Wir nehmen einfach 4 mit. So, 6 sogar. Läuft. Die werden hier oben abgeliefert. Diese Drohnen fahren nicht automatisch darunter, um sich das zu holen, denn das ist recht realistisch, dieses Spiel. Also so wird das wahrscheinlich auch, wenn wir dann auf dem Mars sind. Und Drohnen haben natürlich nur einen bestimmten Bereich, von dem aus sie gesteuert werden können oder in dem sie gesteuert werden können. Und der Drohnenhub in dem Fall, dem gehören die angezeigten Drohnen an. Und zwar, was holt denn die? Die holt gerade Metall von diesem Vorkommen da unten. Wo waren hier bitteschön Vorkommen in Reichweite? What the fuck? Naja, das sind die vier. Achso, die hat das. Wo fährten die das jetzt hin? Nun ja, die bauen jetzt hier gemütlich weiter. Und sobald alle 10 Polymere voll sind, dann fängt eine Drohne an, diese Standardkuppel aufzubauen. Und dann haben wir eine weitere Kuppel. Das geht eigentlich immer recht schnell, oder? Ich weiß es nicht genau. Ja.
Letztes Mal haben wir so viel gearbeitet, dass wir das gar nicht mitbekommen haben, wie die erste Kuppel gebaut wurde. Da kommt der Rest und hilft. Wo ist der vierte Sack? Da kommt er angefahren. Ah, die bauen die Kuppel jetzt auf. Oh, er muss sich aufladen. So sieht es aus, wenn die, ne, wenn die aufgeladen werden müssen. Die haben alle auch Batterien. Wenn die leer gehen, bleiben sie einfach stehen. Und das merken sie zum Glück meistens noch selbst. Dann laden sie sich schnell auf. Was ist hier hinten? Irgendein Gerät funktioniert nicht, weil das Gebäude hat eine Fehlfunktion. Drohnen können es mit hier, wer ist das Ding? Ich mit Maschinenteilen reparieren. Okay, Maschinenteile. Wir haben wahrscheinlich keine mehr, ne? Okay, das ist jetzt gerade sehr schlecht. Die Kuppel hat zu wenig Sauerstoff oder ist damit die Kuppel da oben gemeint, die gerade fertig gebaut wurde? Kann sein. Höchstwahrscheinlich, ja. So, wir haben uns heute hier versammelt, um einem unserer besten Lebewohl zu sagen. So schwierig und schmerzhaft es aus, wenn wir akzeptieren, dass Harold Patterson tot ist. Als Freund und Gemeinschaft möchten wir unsere Trauer zum Ausdruck bringen und den Verlust einräumen, den wir erlitten haben. Wir möchten außerdem einräumen, wie wichtig das Leben von Harold Patterson war. Was? Ist jemand gestorben? Ist ein Leben lang einer Vision gefolgt, die uns allen auf dem roten Planeten erleben. Harold Patterson versuchte nicht, seine Spur in der Menschheitsgeschichte zu hinterlassen, da Erfolg keinen Spielraum für Versuche lässt. Harold Patterson wusste, was der Ruf des Schicksals war, kannte die Risiken und Chancen und machte das Beste daraus zu unserem Wohl. Die Frage, was ein Patterson, Pearson heißt der, ich sag, was eine Person dazu bringt, sorry, das alles auf sich zu nehmen, können wir beantworten. Dies ist eine Frage, deren Antwort sich im Geiste von Harold Patterson verbirgt. Und das soll das Vermächtnis an uns sein. Ich hoffe, der ist einfach nur so gestorben. Ist gestorben. Todesursache. Hohes Alter. Perfekt. Einfach nur ein alter Sack. Tipp. Jedes Mal, wenn ein Kanonist eines nicht natürlichen Todes stirbt, verlassen zwei Bewerber den Pool. Wow. Danke, meine lieben Kolonisten. So, er ist also ganz normal gestorben. Wie sieht es bei euch hier aus? Diese Kuppel ist perfekt verwurstet. In dieser Kuppel ist die Kacke am Dampfen. Okay. Alles gut. Das ist ja auch geplant, dass die noch nicht einsatzfähig ist. Jetzt sind auch alle Rover wieder hier. Jetzt will ich aber erst mal kurz gucken, was hier los ist. Ach ja, wir brauchen Maschinenteile. So, der Plan ist es im Moment, dass wir Maschinenteile herstellen. Soweit waren wir noch nicht, aber mittlerweile könnten wir es schaffen. Bei Produktion gibt es die Maschinenteilfabrik. Die stellt Maschinenteile aus Metalle her. Wir haben Metalle. Sie braucht 30 Strom. 30 Strom. Wir müssen mal auf unser Netz gucken. Das sehe ich generell, wenn ich irgendwas hier mit Strom anklicke, dann sehe ich hier stündliche Produktion 131, Gesamtbedarf 83,4. Wir dürfen nicht vergessen, dass das hier bei Tag ist. Ja, nachts fahren die ein, dann sind wir dann nochmal deutlich niedriger mit der Gesamtproduktion, aber alles in allem doch noch über dem normalen. Jawohl, wir können jetzt hier die Dinger bauen, die Akkumulatoren, die Sterling-Generatoren. Nur haben wir dafür nicht die nötigen Ressourcen. Das haben wir letztens erst erforscht. Die konnten wir die ganze Zeit gar nicht bauen. So wie auch dieses Teil. Da war einfach... ja, die konnte man nicht bauen. Wir schließen jetzt erstmal die Kuppel an den Strom an. Kann man hier auch ein Stromkabel reinmachen? Sieht gut aus. Da fährt jetzt dann direkt eine Drohne hin. Die holt sich ein Metall. So, da kommt sie schon. Und dann fängt sie an, das Metall abzuliefern. Ah, wir brauchen insgesamt 1, das war nur 0,5. So, der baut das jetzt fertig. Und dann müssten wir eigentlich von hier oben direkt diese Verbindung legen können. Da wir hier auch sofort Metall haben, werden die Drohnen wahrscheinlich direkt darüber fahren, sich das Metall abbauen und das dann bauen, was ressourcensparend ist natürlich. Sieht gut aus. Diese Leitung ist schon gelegt. Das heißt, auf dem Tunnel ist Strom. Darum müsste gleich eines dieser Zeichen verschwinden. Abgehen, wollte ich sagen. Wie retail die steht den. Zack. Und das letzte Stück noch. Das machst du. Und dann sehen wir gleich, wie das hier grün wird. Ja, da ist es grün geworden und das Teil ist verschwunden. Okay. Kurz mal auf die Gesamtauslastung gucken. Können wir das von hier? Nein. Aber von hier. Wasser. Dumm. Hier. Also, jetzt verbrauchen wir schon 94. Was ich nicht weiß... Ich weiß nicht, ob die Leute, die hier sind, also wir sind hier immer noch Obdachlose. Zwei, wir haben zwei Obdachlose. What? Das ist nicht geplant, dass wir Obdachlose haben. Weil die Wohnquartiere sind so fett, ne? Wir müssen diesen Lebensmittelmarkt, den müssten wir eigentlich umsetzen. Den müssten wir eigentlich darüber machen.
Das Dumme ist, ich kann nichts richtig abreißen. Im Moment sind die Sachen noch so, wenn ich sie abreiße, weil uns noch Ingenieurswesen fehlt, die Forschung. Naja. Jetzt ist die Frage, die kommt jetzt auf, wenn ich jetzt hier ein Wohnhaus hinbaue, laufen die zwei dann da hoch und chillen sich hier rein? Ich weiß es nicht. Aber es muss so oder so ein Wohnhaus hin, weil wir eben ja gehört haben, dass wir obdachlose Leute haben. So, das Wohnhaus müsste jetzt von denen gebaut werden. Wie viel Beton kostet das? 10, wir haben hier noch ziemlich viel rumstehen. Ja, läuft. Das waren genau 10? Okay. So, die bauen das jetzt langsam auf und dann sehen wir ja direkt, ob die Knilche hier, die zwei Obdachlosen, die aktivierte Arbeitsfläche, was? Ob diese zwei Dödel, hoppala, da ist jemand, der das sind die beiden Obdachlosen, die sieht man da mit dem Ding über dem Kopf, ob die dann da hochgehen und hier einziehen. Wäre sinnvoll, aber man kann Gebäude, in denen die arbeiten, auch nicht so weit von der Kuppel wegmachen, weil die sonst zu weit laufen müssen. Wir gucken jetzt mal, was hier passiert. Hier steht auch nur, diese Kuppel ist nicht betriebsfähig, da nicht genügend Kolonisten vorhanden sind. Okay. Achso, ja, und es ist natürlich auch noch kein Wasser vorhanden und so weiter. Wartet mal, wir halten mal kurz an, bevor die jetzt direkt dann umsiedeln, die zwei. Falls sie umsiedeln. Wir müssen hier Rohre anschließen. So. Ja, das ist es eigentlich schon. Denn die Rohre müssten eigentlich, da alles ein Netz ist, was auch nicht wirklich gut ist, ist nicht wirklich redundant. Ich weiß, wenn jetzt hier ein Loch drin ist, dann haben wir schon Probleme. Aber eigentlich fließt hier das Gleiche durch. Also durch die Rohre kann Wasser und Luft fließen oder strömen. Deshalb müsste ein einziger Anschluss bereits reichen. Hier ist dasselbe. Am Stiesel. Was macht denn? Ah, das ist ja gut, das machen zwei Drohnen, okay. Mit dem Tunnel können Energie und Leben zusammen. Okay, Rover können durch die Tunnel fahren, um an Orte zu gelangen, die sonst. Ja, alles klar. Und das Gute ist, wir haben einen Rover, und zwar den hier oben. Der hat Drohnen dabei. Das ist ein ferngesteuerter Rover. Das heißt, wenn der da durchfährt, dann lädt er die Drohnen auf der anderen Seite wieder aus und baut halt dann dementsprechend irgendwas hin. Wir können Ressourcen hinterher schicken. Ja. So. Wir haben hier null Leute. Das finde ich schon ein bisschen kacke, weil da muss man echt genau überlegen, was man in der Kuppel baut, weil man nicht einfach alles bauen kann. Man muss wirklich ganz genau überlegen, welche Kuppel wofür da sein soll. Ah, ich dachte, die rennen jetzt darüber. In dieser Kuppel haben wir jetzt halt einfach mal zwei Obdachlose. Wir können hier, ich weiß nicht, wir haben, das hier produziert Essen. Warum haben wir überhaupt zwei Obdachlose? Wie viele Leute haben wir da drin? 30 von 28. Achso, ja, wir haben Kinder. Wir haben Kinder, stimmt. Letztens hat jemand ein Kind bekommen. Okay, hier ist noch nichts, aber das ist mittlerweile angeschlossen. Ja, hier sieht man's. Jetzt müssen wir mal ganz genau gucken, ob das reicht mit dem Strom und allem drum und dran. Sagen wir noch Tag haben mal schnell. Sieht gut aus. Und die Luft. Wir produzieren 4,6, Gesamtbedarf 3,6. Das hier hinten hängt unsere super duper Wassergewinnungsanlage, die kann nämlich bis zu 4 Wasser in der Stunde oder sowas scheffeln. Die läuft gerade nicht, das ist kacke. Unsere Tanks sind aber alle voll, okay. Wenn die leuchten, sind sie voll nämlich an. Ich habe extra viele Wassertanks und auch zwei Lufttanks. Hier hinten ist auch noch einer. Sind beide ganz gut. Okay, also es ist auf jeden Fall klar, wir brauchen Maschinenteile. Mit Maschinenteilen wird der ganze Schotter repariert, beziehungsweise, ne, das war jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, weil das eben kein Maschinenteil ist, aber sonst die meisten Sachen. Okay. Naja, da hinten brauchen wir jetzt auf jeden Fall ein Maschinenteil. Wir haben eins da und das hole ich jetzt auch. Wo ist denn das? Was ist das hier? Elektronische Geräte, haben wir so viele noch. Wo ist das letzte Maschinenteil? Wir haben angeblich noch irgendwo eins, aber ich weiß nicht wo. Ah, bei dem abgerissenen. Ich habe da drüben was abgerissen. Ist hier ein Maschinenteil? Metalle. Ha. Hol du mal alles ab, du Dödel. Und fahr das dann mal darüber. Ist da oben noch irgendwas drauf? Sehen wir gleich. Der holt jetzt das da ab. Dann holt er. Da ist nichts mehr. Er soll trotzdem mal hin. Hat er irgendwas aufgeladen eben? Ein halbes Maschinenteil. Ah, super. Die arbeiten hier mit halben Maschinenteilen. Das ist ja klasse. Da lad das hier mal ab. Alles. Ach, halbe Maschinenteil. Ich glaube, es geht los.
Ich weiß nicht, wo das andere halbe ist. Jetzt ist es übrigens Nacht, da müssen wir mal ganz genau gucken. Da haben wir nur noch 109 Erzeugungen. Das ist sehr wenig. Also, wir sollten Sterling-Generator... Ah ja, wir haben noch die Teile. Das hier oben bekommt jetzt sein eigenes Feuchtigkeitsding. So. Da brauchen wir zwei Polymere. Ich weiß, die hole ich gleich. Und zwei Metalle. Die Metalle können die Drohnen selbst holen. Ich hole die Polymere. Ich will, dass die so ein bisschen dann autark sind, dass sie sich selbst versorgen. Ich werde dann auch, sobald es geht, noch ein lufterzeugendes Geschichtchen dahin. Das sind doch Polymere. Warte. Hat erledigt. Stopp. Stopp, ferngesteuerter Transporter. Bleib mal da stehen. Ach, sehr gut. Da ist es schon. Strom haben wir zum Glück direkt hier. So. Strom. Da sind die Leitungen. Die waren immer hier unten, ne? Das wird auch immer mehr, je mehr wir erforschen. Wir können mal kurz die Forschung reinschauen, wie es aussieht. Wir haben jetzt schon die Hälfte. Und zack, zack, zack. Sehr gut, die bauen. Dann haben wir nämlich hier auch einfach wieder ein bisschen mehr Wasser. Das sowas produziert, glaube ich, 0,5 Wasser. Maximum. Oder doch nicht? Da unten sehe ich es doch bei denen, die laufen. 0,6. 0,6. Grundsätzlich 0,6. Okay. So, jetzt haben wir schon 5,6. Aber das macht halt 4. Worauf ich hinaus will. Der hier kostet, wie heißen die? Elektronische Geräte. Davon haben wir eigentlich noch genug. Da können wir sogar noch was bauen. Den bauen wir mal hier hin. Jetzt fahren alle los. Wir haben hier nämlich alles da. Weil ich nämlich eine Frachtrakete letztens noch geholt habe. Übrigens, das hier sind einfach nur Mülldeponien, weil viele Dinge Müll erzeugen, also einfach so Steinchen. Und die werden hier immer wieder abgelagert. Hier oben das Teil auch, wenn es an wäre, aber es ist gerade aus. Dennoch baue ich in weiser Voraussicht sowas hier. So, was haben wir hier? Wir haben hier jetzt Lagerstätten. Das habt ihr mir letztens noch im Stream gesagt, ich soll unbedingt mal Lagerstätten bauen. Universal Gabitelplatz für Lagerung bis zu 30 Einheiten, jeder Transporter haben wir draußen noch überschüssige Ressourcen. Resources are low. Naja, Polymere, ich weiß, die laufen jetzt gerade ein bisschen leer. Wie läuft's in der Fabrik? Gut. Und dieses Ding, da machen wir noch eine Schicht zu. Damit es hier nicht so viel Dinger verbraucht. Man sieht hier, was den Leuten gerade fehlt. Denen fehlt Gaming und Sozial. Da kann man dann eben dementsprechend auch hier was nachbauen. Und zwar, hier bei Kuppel Services kann man zum Beispiel einen Elektronikladen bauen, der erzeugt Gaming. Den könnten wir jetzt sogar hier hinklatschen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt mal. Weil von diesen Teilchen haben wir noch genug. Von den elektronischen Dingern. Die werden scheinbar einfach gar nicht so oft gebraucht. Ja, und die Kuppel hier oben soll so autark wie möglich sein. Da machen wir noch einen Moxie hin. Kostet auch nur 5 Metall. Das heißt, das passt perfekt. Weil die hier ihr Metallvorkommen haben, ihr eigenes. Noch den Strom hin, damit die das alles... Now that the most critical phase of the mission is behind us, we would argue it's a good time to start focusing on our mission evaluation goals. Okay. Du hast nur 59 Souls, um dein Bewertungsziel zu erreichen. Ziel, verfüge über 40 erforschte Technologien bis Soul 100. Aktuell erforschte Technologien 13. Das ist sehr wenig. Wir können das Ganze beschleunigen, indem wir eine Forschungseinrichtung bauen, aber die ist halt auch nochmal ein Forschungslabor, was bringt das? Erzeugt Forschung. Wisst ihr was, das machen wir hier auch rein. Forschungslabor hier, da in die Ecke, so. Ich weiß, wir brauchen gleich noch Strom, ich weiß. Wir sollten hier auch noch irgendwas Strommäßiges haben, einfach nur für hier, dass wir da was am Start haben. Ja, wir haben jetzt nicht genug Polymere dafür, leider. Nun ja, und was da oben auch noch reinkommen soll, das können wir eigentlich direkt bauen, ist die Fabrik für eben genau diese Maschinenteile. Ganz kurz mal schauen, 109. Was ist mit dem Sterling-Generator? Ist der noch nicht fertig? Cable fault reported. Oh, oh. Pipe leak reported. Oh, das ist schlecht. Da kann man da nachgucken. Wir verlieren 3,7 Wasser pro Stunde und 1,2 O2 pro Stunde. Das heißt, wir sind hier wahrscheinlich im Minus. Ja. Jetzt laufen unsere Tanks leer. Langsam. Ganz kurz anhalten. Denn wir brauchen für dieses Pipe Leak was, um es zu reparieren.
Metall. Das ist jetzt ein bisschen kritisch, weil diese Drohnen hier, die haben nur diesen Umkreis und die haben kein Metall bei sich. Dieses Pipe-Leak würde jetzt durchgehend offen bleiben, wenn wir da nicht sofort Metall hinfahren. Und das machen wir jetzt. Und dann lassen wir den auch direkt mal 30 da oben liegen. So. Ich stelle extra auf langsam, dass ich hier mehr Zeit habe zum Denken. Okay. Und wir brauchen mal wieder eine Lieferung. So, also wir kommen jetzt im Moment noch nicht drum rum. Wir kommen noch nicht dahin, dass wir das jetzt alles alleine bewältigen können. Wir brauchen eine Frachtrakete. Bei den Raketen ist es so, dass die Flüge an sich scheinbar nichts kosten, sondern der Flug ist immer kostenlos, geht auch recht fix. Wir können uns aussuchen, was wir wollen, und das kostet halt dann, wie zum Beispiel elektronische Geräte. Hier oben ist unser Geld. Wir brauchen vor allem Maschinenbauteile. Nehmen wir einfach mal 30 Stück. Polymere nehmen wir 10. Wir haben eine Fabrik dafür. Davon nehmen wir auch nochmal 10. Wir nehmen sogar 15 davon. Man kann da noch Fertigbauten machen, wie jetzt eben eine Polymerfabrik, Elektronikfabrik und so weiter. Diese Fertig... Ich glaube, die Sachen habe ich damals bestellt. Ich glaube, dafür müssen wir gar nichts bezahlen. Wir sollten auf jeden Fall für Wasser nochmal einen Feuchtigkeitsvaporator holen und nochmal einen Stirling-Generator. Die kann man dann einfach... Nee, der ist scheiße teuer, what the fuck. Die kann man dann nämlich einfach direkt benutzen. So. Das muss jetzt einfach lang. Wir starten. Das ist die Code-2-Rakete und ihr seht direkt, da unten ist sie. Die läuft jetzt dann ganz langsam durch und kommt dann, wenn sie dann hier ist, kann ich auswählen, wo sie landen soll. Deswegen sind ja auch überall diese schwarzen Flecken. Da sind schon überall Raketen, Raketen gelandet. Was macht ihr hier unten, ihr Dödel? Was seid ihr von da oben? Ich verstehe nicht ganz, wie die hier unten hinkommen. Eigentlich, ach so, doch, dieses blaue Feld ist in der Luft. Das ist wohl genau, ja, die kommen da genau dran. Okay, mein Fehler. Ist der jetzt vollgeladen hier? Und abladen hier oben. Schnell. Unsere Tanks laufen ganz, ganz langsam leer, aber es ist überhaupt nichts Gravierendes im Moment. Auch, Strom müsste eigentlich noch cool sein, oder? Ja, Strom ist völlig in Ordnung, aber Wasser ist echt schwierig. Luft. Da sind wir auch dick oben drauf. War sehr gut, dass wir uns das hier oben schon mal einzeln gesichert haben. So, der fährt jetzt hoch, ich kann es wieder schneller machen. Wir haben alle wichtigen Schritte vollzogen. Jetzt fängt davon einer sofort an zu bauen. Ach, was macht denn er? Ah, der repariert es jetzt da oben. Egal, die sollen jetzt erstmal 30 Metall da oben liegen haben, für alle Fälle. Einfach für alle Fälle vorgesorgt. Ist das Kabel schon repariert? Ja, der ist irgendwie in einem Grafikfehler drin. Und repariert, sehr gut. Der andere repariert auch. Gut, dann sind wir da gleich wieder runter und dann können die Tanks wieder volllaufen. Ich denke, es wäre sogar gar keine schlechte Idee, wenn wir hier oben auch nochmal was hinbauen würden. Das reicht leider nicht. Doch, wir haben hier die zwei. Wisst ihr was, wir machen hier noch einen Akkumulator hin. So. Ihr baut den und wenn der Ding recht kostengünstig wäre, sorry, ich bin gerade behindert. Hier. Ja, nur Metall. Läuft. Können wir uns da easy hinhasseln. Dann machen wir hier sogar nochmal einen Wassertank hin und am besten noch einen Sauerstofftank. Auch nur Metall. Perfekt. Kann ich es direkt so machen, dass er hier angeschlossen ist? Wir testen mal. Ich hoffe, dass es so ist. Wo fahrt ihr hin, ihr Säcke? Hallo? Oh Gott, wo fährt denn der hin mit seinem, hä? Die fährt jetzt hier außen rum. Das ist ja echt bescheuert, ne? Das ist sehr bescheuert. Wahrscheinlich verliert jetzt die Ding. Die Verbindung. Bleibt einfach stehen. Oh, ihr fahrt doch jetzt nicht alle außen rum. Leute, bitte. Ach, macht halt euren Scheiß. Macht wie ihr es wollt. Jetzt ist alles wieder im Lot. Ihr seht, die Teile sind repariert, die wichtigen. Es ist alles wieder gut. Okay. Der Stirling-Generator. Könnt ihr den bitte mal bauen? Ach, wisst ihr was? Jetzt habe ich die zwei blöden Polymere, die ich hier noch hatte, weggehudelt. Was? Sofort ran, bitte. Dankeschön. Strom ist eh nicht so tragisch. Das ist doch... Ach so, und die hängt. Ja, unsere Polymer-Geschichte ist gerade nicht am Laufen. Naja, die Rakete ist schon bei 60%. Das ist nicht schlimm. Langsam aber sicher brauchen wir Beton. Und dafür gucken wir uns jetzt einfach mal um. Das nächste Betonding ist dann wahrscheinlich das hier. Oder das da unten.
Wir brauchen dafür Strom. Das heißt, die müssten den Strom hier langlegen. Was schon mal leicht krepelig ist. Wir könnten dafür einen eigenen Drohnenhub gebrauchen. Wir haben aber keinen mehr. Und die können wir auch nicht einfach so bauen. Wir müssen das erst erforschen. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Deswegen machen wir das auch über einen Tunnel. Oder? Sollen wir es über einen Tunnel machen? Lass mich kurz überlegen. Der kostet 30 Maschinenteile. Ne. Ne. Dann machen wir lieber so ein ewig langes Käbelchen. Okay. Wahrscheinlich kann ich jetzt gar nichts hinbauen. Das wird jetzt sowas heißen wie: Du kannst doch nichts hinbauen, weil du zu weit von Donau weg bist. Gut. Darum nehmen wir, weil diese Dröhnchen das hier mit einbeziehen, nehmen wir ihmchen. Den packen wir jetzt ein. Und fahren ihn dahin. Der ruft jetzt seine drei oder vier Drohnen, die er hat, zurück. Ach kommt, Leute, hier ist ja echt andauernd irgendwas im Argen. Egal, egal, egal. Es läuft soweit alles. Oh, das ist nicht, zählt nicht als angeschlossen. Schade. Obwohl es direkt da drauf steht. Naja. Ist das jetzt. Musste das jetzt wirklich sein? Naja, naja. Auf, fahr hin, repariert das Kabel. Du Dätel. Das Ding ist auch kaputt. Wird Zeit, dass die Rakete kommt mit den Werkstoffen. Wir haben sehr viel gespeicherten Strom. Das ist schön. Wir verbrauchen gerade mehr, als wir reinziehen können, obwohl wir sogar Tag haben. Aber jetzt nicht bei 131? Stündliche Produktion eigentlich? Ich verstehe das nicht ganz. Warum? Also, wir können übrigens im allergrößten Notfall die Dinge auch aufklappen. Dann rasten die richtig aus. Guck mal hier. 137. Da machen die nochmal 10 extra. Aber dann gehen die ja schneller kaputt. Deswegen mache ich die grundsätzlich zu und mache die dann nur in Notfällen auf. Wenn unser Strom wirklich weg wäre. Ach, und der wird ja nicht gebaut. Ah! Die Rakete ist da. So. Wir lassen die hier landen. Hier oben lasse ich sie landen, dass er nicht. Okay, da war irgendwas rot, aber das wird nicht so schlimm sein. Man sieht jetzt, wenn man auszoomt, dass sie hier angeflogen kommt, da oben. Gehen jetzt ran. Gucken uns die Landung an. Oh, wow, guys, wow. Und sie ist da und ist schön beladen mit Kram. Oh, da kommen sie alle gefahren und machen sich sofort an die Arbeit, die Sachen zu holen, die Werkstoffe, die sie brauchen, um hier Reparaturen durchzuführen. Sehr, sehr schön. Wir haben diesen Sammler, der hier bitte noch das Metall weiter rausfährt, als Großauftrag. Nee, warte kurz. Nee, warte mal. Das war irgendwie blöd. Das Metall hierhin. Und du? Was hat denn der alles geladen? Ah, gar nicht. Der steht noch mittendrin. Der lädt jetzt die Rakete aus, damit die nicht alle hin und her fahren müssen. Der nimmt jetzt alles. Na halt, der nimmt jetzt alles. Und fährt's auf einen. Vielleicht auf einen neuen Umschlagplatz. Wartet mal. Wo reicht denn das? Nee. Ach du Dödel. Wo reicht denn das hier hin? Aha. Wir sollten einfach einen Umschlagplatz in der Mitte wählen. Dann legen wir das Zeug dahin. Nee. So, alles. Und fahr es einfach dahin. Dann können alle zugreifen. Das ist schon mal ein guter Plan. Ist es da oben langsam mal repariert? Kommen die da nicht hin? Oh. Gut, es ist nicht so arg schlimm, weil der ist jetzt fertig gebaut und speist auch wieder 10 mehr Energie ein, aber. Ja, das ist jetzt blöd. Aber egal. Wir bräuchten jetzt eigentlich den hier. Da oben. Da kommt jetzt gerade überhaupt niemand dran, scheinbar. Das ist sehr blöd. Egal. Wir machen hier noch schnell den Bodenextraktor. Ja, keine Verbindung. Was kostet der? 6 Metalle. Sechs Metall und zwei Maschinenteile. Sechs Metall. Nee, das sind die elektronischen Geräte. Maschinenteile sind da oben. So, ran. Wie sie sich alle das Zeug klauen. Wie viel waren es? Zwei, ne? Naja. Schon genug. Wir lassen uns jetzt halt hier unten erstmal bauen, alles. Und
und kümmern uns danach um die kaputte Leitung. Wir sind wie gesagt gut drüber. Ich hoffe, dass ich das nicht ausbreiten kann, so eine kaputte Leitung. Jetzt sind wir wieder bei 141. Ich raff's nicht ganz. Ach so, sorry, weil die Dinger ja langsam ausgefallen sind. Die Turbinen. Ich bin so dumm. What the fuck, dude? What the fuck? Der Stromakkumulator ist noch gar nicht fertig. Wir haben keinen Beton da oben. Ja, Leute, so geht es natürlich nicht. So, ihr baut hier mal schön und wir fahren zurück und holen ein bisschen Beton da hoch. Am besten auch einfach mal so einen ganzen Laster voll. Ist der andere fertig? Was macht denn der? Jetzt holt er sich, jetzt baut er hier noch Metall ab. Ah, und jetzt sieht man hier, ne? Die laden die Rakete direkt wieder voll, dass wir sie so praktisch direkt wegschicken könnten. Die Fabrik läuft wieder und wir stellen wieder eigene Polymere her. Sektor scanned. Sehr schön, sehr schön. Es läuft, es läuft. Und ich sehe, ich habe jetzt hier schon fast... Ja, ich habe jetzt 35 Minuten. Also müssen wir leider langsam mal zum Ende kommen. Research complete. Das ist so krass, das war im Stream so übel, ne? Die Gun immer weiter. Also am Freitag, von Freitag auf Samstag haben wir es, glaube ich, sogar 4 Stunden gespielt. Und ich konnte einfach nicht aufhören. Es geht immer, immer weiter. Man kann ja so kacke viel machen. Das ist geil. Und wir sind noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Guckt euch mal die ganzen Schotter an, die man hier noch machen kann. Und da sind wirklich Dinge dabei, wie zum Beispiel, wie was Cooles, wo ist das? Das haben wir doch gar nicht. Das habe ich im Tutorial mal gesehen. Die Reaktoren können jetzt nach Tiefenvorkommen gescannt werden, das Abbauen dieser... Cool. Sowas wie, dass die Leitungen zum Beispiel nicht mehr kaputt gehen können. Die hier. Die Rohre. Unsere Forschung bekommen wir, wenn wir hier weitere Bereiche scannen und dann Anomalien untersuchen mit unserem Rover. Das ist so cool. Das ist einfach so dermaßen cool. Staub. Achso, das war die Forschung. Wir haben jetzt hier nämlich die Staubabstoßung. Solange die Solarkollektoren eingeschlossen sind, werden sie schrittweise vom Staub befreit und müssen dadurch seltener gewartet werden. Auch sehr wichtig bei unseren dreckigen Kackdingern. Guck dich die mal an. Manche sind echt schon da. Guck mal, der ist schon komplett zugeschissen. Da legt sich jemand auf. Der Rida TV ist am Aufladen. Okay, es läuft wieder alles. Alles rennt, die Produktion rennt. Wir haben schon 17 Polymere, wir haben schon zugenommen, eben waren wir bei 14. Ist das Ding jetzt hier endlich mal gebaut? Was fehlt denn jetzt noch? Ich habe das Falsche geholt. Ah, ich brech zusammen. Monsieur fahrender Dödel, hast du ausgeladen? Ja. Wir brauchen... Maschinenteile brauchen wir. Was habe ich denn mitgenommen? Warum habe ich diese elektronischen Teile mitgenommen? Hä? Weiß nicht, wie das passieren konnte. Nun ja, also bevor wir jetzt noch ausmachen, gebe ich geschwind den Ding in Auftrag. Hier die Kabelverbindung. Auch wenn die echt hairy ist. Na komm. Wisst ihr, wenn wir da dann mal einen Defekt drin haben... Aber dann ist es nicht so arg, also doch, es ist kacke, natürlich. Ist es kacke, weil wir dann Strom verlieren dadurch. Aber wir haben hier dann nichts Wichtiges, was da dran hängt, sondern nur dieses Kackding. Ja, das kannst du wieder mitnehmen und dann noch Metall runterbringen, weil die Leute nämlich kein Metall am Start haben. Hast du jetzt alles mitgenommen? Ich dachte, er nimmt dann die ganze Palette. Das heißt, wenn wir hier noch Paletten rumstehen haben, dann ist da noch was drauf, auch wenn man es nicht sehen kann. Ich dachte eben, die Palette wäre schon leer, aber... Alles, ja, alles. Ist die Rakete... Die Rakete ist schon komplett abflugbereit. Die lassen wir auch nochmal wegfliegen. Wir haben alles leer gemacht, das ist wichtig. Wenn wir die nicht leer machen, dann fliegen die Ressourcen wieder weg und sind dann für immer weg. Darum, baba! Da fliegt sie davon. Okay, das Ding wird gerade gescannt. Da hinten müssen wir auch noch scannen. Aber jetzt habe ich hier gerade schon den restlichen Kram in Auftrag gegeben. Ich bin mir sicher, dass hier noch einige Anomalien sind. Auch da unten. Und hier oben drauf wahrscheinlich auch. Und hier kommen wir zum Beispiel zum Tunnel hin. Wir müssen nämlich nur, dass das Raffinierte daran eine Tunnelhälfte bauen. Das heißt, wenn wir den Tunnel hier unten hinmachen, den ersten, den anderen hier hoch, dann wird der unten fertig gebaut. Dann ist der oben auch fertig. Ist ein bisschen unrealistisch, muss man schon ehrlich sagen. Aber naja, was ist denn das? Ein Polymervorkommen. What the fuck? Das habe ich noch nie gesehen. Ein Polymervorkommen, Leute. Ja, ran!
Warum fährt denn der das? Achso, der muss sich aufladen. Ist hier jemand gerade AFK? Nee. Die fahren jetzt alle hin und her und bauen. Hier haben wir nicht genug, also hier haben wir keine Roboter, die das einsehen können. Das soll dieses Zeichen heißen. Deswegen fahre ich mich jetzt so zurecht, dass ich noch, ja, so. Wir brauchen Metall da unten. Metall haben wir zum Glück einen riesigen Haufen. Wo ist eigentlich der andere? Der andere Sammler, der das Metall da hin und her gefahren hat. Ja, die Polymere. 20 Stück, sehr gut, wir sind im Plus. Jetzt ist alles wieder gut. Polymere brauchen wir leider eher selten zum zum Reparieren oder sowas. Aber das ist gar nicht tragisch, denn bald können wir diese Maschinenteile herstellen. Das ist so das, was wir am ehesten brauchen. Und das machen wir dann, wie gesagt, hier oben. Die Fabrik ist schon fertig. Das ist Forschungslabor, okay. Und jetzt wollen wir hier oben halt noch diese... Warte kurz, wir bauen noch so einen Stirling-Generator. Das ist übrigens das, was wir jetzt kostenlos halt machen können. Ne? Da muss jetzt nur ein Roboter hinfahren und den einmal anschlagen. Dann ist er direkt gebaut, weil wir praktisch das Teil... Oder? My boy? Ja, Dr. Mabuse. Weil wir das ja praktisch gekauft haben. Hä? Was habe ich denn gekauft an Fertigbauteilen? Ach, so ein Feuchtigkeitsgerät. Ja gut, können wir auch gebrauchen. Können wir auch gebrauchen, auf jeden Fall. Ich mach's mal so. So. Direkt stromtechnisch anschließen. Das Gute ist, unsere kleinen Robos kommen ja jetzt an alles dran. Die Drohnen. So, und dann noch direkt das, diese Konnexion aufbauen. Dann sollte das passen. Die müssen halt jetzt nur weit fahren, um das zu bauen, aber das passt schon. Habt ihr jetzt hier alles fertig gebaut? Sehr gut, nur noch das Stück da oben. Das heißt, wir fahren jetzt hier hin. Und schon kann das ja auch fertig gebaut werden, oder? Ja. Dann kannst du jetzt wieder deine Schicht übernehmen hier. Von da. Bitte wieder nach da. Und wo ist unser anderer Lurch? Bin ich blind? Ach, da oben. Was hat denn der da abgeladen? Auch wieder Metall. Der soll jetzt halt mal unseren Treibstoff hier in Sichtweite fahren. Ich weiß nicht genau, wofür wir den... Ah, shit, das da oben ist ja immer noch im Arsch. Okay, wartet. So, dahin. Oder repariert das jetzt jemand? Ne, die kommen gerade nicht hier dran. Okay, gerade so nicht. Da aber schon Metall rumliegt, können wir das easy reparieren. Da muss einfach nur dann dahin fahren. Und dann passt das. Ein weiterer Drohnenhub würde hier einfach helfen. Wenn wir jetzt hier einen hinbauen würden, einen Drohnenhub, auch wieder mit ihm, weil da ja keiner bauen kann, dann wäre das ein neues Kontrollzentrum, aus dem kommen vier Drohnen raus, vier neue, und die würden sich dann hier um diese ganze Geschichte kümmern, also das wäre dann nicht mehr so tragisch. Dieses Ding... Das ist doch nicht schlimm, dass es von einem Drohnending entfernt ist, zu weit. Es arbeitet nämlich und sammelt, das heißt, wir können dann einfach einem Rover die Aufgabe geben. Na, ein Sammler meine ich, wir bräuchten bald wieder einen Sammler. Diese Strecke ist wirklich sehr wichtig, dass die abgefahren wird. Weil das doch gerade unsere einzige Beton-Sache ist. Unser einziger Betonlieferant. Schön dahin. Hat er das jetzt gerafft, weil er direkt dahin fährt? Ja, okay. Der Beton ist sehr wichtig. Also das ist sehr gut. Wir sind auch nur noch auf 100. Wir waren da schon auf 200 oder 300. Das heißt, das ist eine wichtige Sache. Und sobald wir hier Menschen haben, können wir dann dieses Edelmetallvorkommen abbauen, mit dem wir dann wiederum coole Sachen machen können hier auf dem Planeten, aber auch die Raketen beladen können, um dann... Warum steht die eigentlich noch da rum? Um dann Geld zu verdienen. Damit können wir unser Geld auf der Erde nämlich wieder auffüllen. Wenn wir Edelmetallvorkommen in die Rakete reinladen und heimfliegen. Okay, wow. Ich könnte mich mit dem Spiel wirklich Stunden beschäftigen. Aber es geht im Moment leider nicht. Also weil ich jetzt ins Bett muss. Es ist sackspät. Und vor allem geht das Video ewig lang. Ich kann wahrscheinlich da schon mal schön 2 Stunden dran hochladen mit dem Ding. Ah, der Dreck. Der schafft da jetzt ja keiner weg. Wenn der Dreck voll ist, dann schafft das glaube ich nicht mehr weiter. Gibt es so ein ganz winziges Drohnen-Ding? Ist Drohnenhub das kleinste, was man so hat? Warum können wir noch keine Drohnenhübe bauen? Hoppala.
Warum ist diese Forschung? Was sage ich? Das habe ich auch schon durchgelesen. Ne? Kartenübersicht und Baumenü, genau. Nicht, dass ich das nur verpasse hier. Das ist wahrscheinlich bei Robotik. Der Fangschalt-Transporter baut Ressourcen schneller ab und sein maximales Ladevolumen wird um 15 erhöht. Sehr gut. Wir machen gerade Biotech-Upgrade für Moxie. Sauerstofferzeugung um 50% erhöht. Sehr wichtig. Dann können wir hier noch eine Pilzfarm erforschen. Dann den, das, was ich eben vorgelesen habe. Und dann diese unterirdische Heizung und dann noch diesen Tiefenscan, der wirklich sehr nice ist. Was ist denn das? Neues Gebäude, Apartments. Ein Wohngebäude zur Unterbringung vieler Kolonisten. Wisst ihr was? Wir machen das hier weg, diese Beheizung. Und holen das hier dann lieber. Das ist eh in so einem Strang, in dem wir immer weiterkommen. Also immer wenn man das letzte macht, glaube ich, wird das nächste freigeschaltet. Automatisch. Was ist das? Ach, apropos automatisch. Eine Sache ist noch richtig krass. Wir können hier drin einen Aufsatz bauen. Und zwar wäre es ein Wasserrücksack. Verwertet 70% des verbrauchten Wassers innerhalb der Kuppel wieder. Das ist echt ultra. Können wir das bauen? 50, ja, läuft. 10 läuft und 5 läuft. Das wäre richtig, richtig heavy. Das kann man dann nämlich, das steht direkt in der Mitte. Und dann verbrauchen wir wenig Platz. Was braucht das noch irgendwie an Strom? Es braucht noch nicht mal Strom. Lass uns das machen. Lass uns das mal dahin bauen. Das sieht wichtig aus. Und das andere behandelt Kolonisten, um Schwächen mit fortschrittlichen und meist menschlichen Methoden zu heilen. Das haben wir da letztes Mal schon durchgelesen und uns lustig drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Wir haben jetzt noch nie einen Report gehabt von jemandem, der irgendwie großartig Schwäche gezeigt hat oder sowas, wo es hieß, oh nein, der ist ganz schön schwach und oh, oh, oh. Was ist das? Metalle? Und das sind auch Metalle. Okay. Pipe leak reported. Nein, ihr müsst es reparieren, aber sofort. Hoffentlich fährt da jemand hin. Du, gell? Nee. Leute, fährt da jemand hin, um das Pipe leak zu reparieren? Habt ihr da überhaupt die Einsicht? Ja, haben sie. Sehr gut. Das heißt, da müsste... Ist da jetzt schon jemand hingefahren? Oh Gott, was liegt denn da hinten rum? Ach ja, stimmt, das sind die Ressourcen, das ist das Essen. Da haben wir das Essen gesammelt. Da fährt schon jemand hin und repariert's. Sehr gut, wer ist das? The Kay. Das gibt schon mal einen Orden für Kay. Ryuzak, Shaman ist auch am Start, Trust ist am Start, Rida, ich mag Züge, alle schon mal vorgelesen, Himmelhundi, Trust habe ich eben schon vorgelesen, wer fährt da rum? Ryu schon wieder, what the fuck? Drohne 18, Blee, der Blee, der alte Blee. JB Jonas, Giant, Littling und Turbo LP. Turbo LP kam jetzt erst im letzten Stream, glaube ich, dazu, am Freitag. Bei, da haben wir noch PUBG gespielt und dann hat er hier das ganze Spiel auch mitbekommen. Er wollte natürlich auch direkt jemand sein, ist klar. Und ja. Warum verringert sich das hier gerade, Leute? Wasserproduktion ist höher. Achso, wegen dem Lag. Ist er schon gut? Ist er schon gut? Ist das Ding hier angeschlossen? Ja, ist es. Sehr schön. Habt ihr da die volle... Ja, die haben den vollen Einblick. Die müssen dann nämlich auch reparieren können. Das heißt... Ach komm. In dem Bereich... Ach, leck mich doch. Das ist doch jetzt echt ein Scherz, oder? Wie sieht es aus mit unserem Strom? Wir haben trotzdem genug. Oh, aber nicht so arg viel genug. Naja, es reicht. Das reicht schon. Guck mal, hier steht 6,9. Aber das ist doch viel mehr. Waren wir nicht irgendwie bei... Hoppala. Ach, sehe ich das hier eigentlich auch? Ja, da steht es ja auch dabei. Strombedarf. Waren wir da nicht bei 100 gerade mal oder so? Ich weiß nicht. Da fährt jemand hin. Ja, da repariert. Sehr schön. Ist es noch an dem Bereich von denen hier? Ja, ist es. Oh, nice. Das ist sehr nice. Okay. Die haben ja da nicht viel im Bereich. Gut, doch. Eigentlich haben die... Ne, haben sie nicht. Das da hinten, diesen Stück haben sie nicht mehr. Komm, wir machen die 50 Minuten noch voll. Scheiß der Hund drauf. Die sind unterwegs zur Erde. Ja, und jetzt müssen... Research complete. Oh ja, Magnetfilterung. Was hat das nochmal gebracht? Magnetfilterung, wo ist es? Wie sah das aus? Shit. Oh, was ist denn das? Neues Gebäude. Farm produziert Nahrung. Magnetfilterung abgeht für Moxie. Ja! Jetzt haben wir ultra das Ding. Das Sauerstoff da. Oh, lecker. Oh, was ist da oben? Ah, das muss doch jemand besetzen, dieses Teil. Das meine ich, das ist doch scheiße. Wisst ihr, ich kann hier nur neue Leute reinbringen, wenn ich jetzt halt wieder welche einfliegen lasse, was aber nicht geht für hier, weil wir hier schon, wir haben ja hier schon Obdachlose.
Aber jetzt haben sie es umverteilt. Jetzt schafft hier jemand drin. Sehr gut. Die verteilen sich dann passend um mit den Schichten. Hier müssen auch Schichten und so weiter. Die haben überall Arbeitsschichten. Du, bau das Zeug hier ab. Ich meine, hol das Zeug hier bitte ab. Dahin. Wie viele Polymere haben wir? 5. Ja gut, der hat gerade das Ding hier in der Mitte gebaut. Was wollte ich jetzt sagen? Wir kommen um irgendwas nicht drum rum. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Wir holen jetzt, oder wir lassen zumindest schon mal eine Passagierrakete nochmal mit losfliegen. Damit ihr seht, was wir hier so haben. Also wir haben keine Kinder und keine Senioren. Letztens ist ja gerade einer gestorben. Bei Spezialisierung haben wir Wissenschaftler, Ingenieure und so weiter und so fort. Geschlecht haben wir alle. Ja, auch andere. Aber da ist eh niemand. Stärken, sexy, das ist uns ganz wichtig, aber das nehme ich jetzt mittlerweile mal wieder raus. Das ist Quatsch. Schwächeneigenarten haben wir komplett ausgeblendet. Passende Kolonisten, 19 von 71. Es werden also dann doch immer weniger. Wir brauchen doch diese eine Forschung, dass wir hier mehr Kolonisten haben. Weil es sonst echt eng wird. Wie viel kommen jetzt mit der Rakete? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. 12. Wie viel passen da rein? 14. Optimal. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr von dem Spiel hier haltet. Ich weiß, dass das sicherlich auch für die meisten actiongeladenen Jünglinge eher nichts ist, die so ein bisschen Counter-Strike sehen wollen. Das war's. Aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen doch mal eine nette, entspannte Abwechslung. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.